Ich bin Susanne, bin 45 Jahre alt und ich liebe Käse einfach über alles. Und das Schlimmste eben für mich jetzt ist im Moment, dass ich den Käse im Moment gar nicht bezahlen kann und ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll. Ein Genuss, ein wahrer Genuss, aber könnte ruhig noch ein bisschen käsiger sein. Aha, das wird ja langsam Zeit, schon spät genug. Ach nee. Da seid ihr ja. Da sind wir doch. Mein Gott, schon total spät. Geht mal rein, ihr beiden. Komm mal rein. Ich bin die ganze Zeit hier am Kochen. Ich habe mir solche Mühe gegeben mit der ganzen Käsesuppe. Und die Caroline kommt mit den Kindern so spät, dass mir schon leider unten da der Ansatz da angebrannt ist im Topf. So, Mensch, da sind wo wir. Bleibt ihr denn? Was, wo bleiben wo warst wir du denn, denn so lange mit den Kindern? Meine Herren, jetzt mach mich hier nicht von der Seite gemacht? An. Ich ist ja wohl nicht selbstverständlich, dass ich jeden Tag zur Schule fahre und den Douglas mitbringe, wenn ja, ich von Arbeit komme. Was denn sonst? Du kommst ja eh hier ja, vorbei. Was denn? Sonst. Ich glaube, du bist zu sehr verwöhnt. Ne? Nächstes Mal kannst du alleine den Douglas holen. Mama. Komm, spinn jetzt nicht rum, war eh schon so spät. Was ist denn Douglas? Ich brauche nur Geld für die Klassenfahrt. Wie Geld für die Klassenfahrt? Die Schule, die macht die Klassenfahrt, da musst du auch gucken, wie sie dir das bezahlt. Ja, sicher, klar. Es soll jeder alles bezahlen für den Douglas, nur du nicht. Ne? Ja, sicher. Du kümmerst dich um andere. Da muss Sachen. Ich die Schule drum kümmern, doch nicht ich. Nee, da musst du dich drum kümmern. Nee, ganz einfach. Das stimmt nicht. Komm, jetzt setzt euch mal hin, bitte. Komm. Ich kam mit Douglas und Lorraine zu Susanne nach Hause und werd angemosert. Das fand ich überhaupt nicht in Ordnung, weil da hat sie überhaupt nicht das Recht zu. Ich fand es eine Frechheit, sich das überhaupt zu erlauben, mich dann anzumeckern, wenn ich die Kinder schon nach Hause bringe. Nee, du probierst erst mal, Douglas, gib du mir mal deinen Teller. Ich habe keinen Hunger auf Käsesuppe. Komm, gib mal, Lorraine, gib mal bitte deinen Teller. Ich mag keinen Käse. Was soll das denn? Spinnt ihr jetzt alle? Ich stehe stundenlang hier jetzt am Herd, mir hier über eine Stunde. Ja, sicher, eine Käsesuppe dauert auch eine Stunde. Da wäre ich innerhalb von 10 Minuten fertig. Da kannst du alleine essen. So, jetzt guck erst mal, wie das hier aussieht. Total lecker. Ich hätte schon ein bisschen mehr Freude erwartet, mal ein freudiges Gesicht, anstatt immer zieht sie da nur so eine Schippe. Wo sind die Brötchen oder das Brot zur Käsesuppe? Bring dir Brot, aber dann isst du auch ein Aber ich möchte auch gerne einen anderen Teller haben, ja? Ich möchte keine Suppe. Doch, du kriegst auch ein Stück Brot dabei. Ich habe hier leckere. Boah, ich verhungere bald, echt. Ich bin schon total unterzuckert. Stehe schon unter Strom hier. So, bitte sehr. Das soll doch kein Brot sein, oder? Ja, klar. Sind das Brötchen? Komm, mach mal auf. Du wolltest mich ja wohl jetzt veräppeln. Astralen, doch. Komm, gib mal jedem hier so einen Käse. Wie I. Das sind Käsebrötchen. Das sind Waffeln mit Käse. Das sind keine Käsebrötchen. Das sind Waffeln. Die Croutons für die Suppe. Wo ich nach Brot gefragt habe, mir noch Käsecracker gefüllt mit Käse dahinstellt, ne, anstelle vom Brot, da war ich schon ziemlich entsetzt drüber. Der Douglas sagt tausendmal zu dir, er möchte keinen Käse essen, er möchte keine Käsesuppe essen, er möchte was anderes essen. Und wir kommen nach Hause. Er isst auch Käse auf der Pizza. Und da habe ich mir gedacht, wenn das auch im flüssigen Zustand ist, kann ich auch mal eine Käsesuppe machen. Achso, du meinst dann, ist Käsesuppe besteht da nicht aus Käse, sondern das ist eine Suppe, die aus irgendwie zusammengewürfelten anderen Sachen besteht. Genau, ist genau wie flüssiger Käse auf der Pizza. Ist genau das Gleiche. Deswegen verstehe ich auch deine Reaktion nicht, Douglas. Also
Also ich kann die sehr gut verstehen. Dass sie dann auch noch die Kinder aufstachelt. Dass sie sie nicht die Kinder selber probieren lassen und selber ihre Entscheidung zu treffen. Schmeckt die Suppe, schmeckt sie nicht. Nein, sie stachelt von vornherein die Kinder auf und macht ihnen schon die Käsesuppe madig. Was ist denn jetzt, Douglas? Erzähl das nochmal bitte mit der Klassenfahrt. Was war das nochmal? Ich brauche 110 Euro. Ja, dann bezahlt doch die Schule, oder nicht? Mm-mm, du. Ich soll das bezahlen? Ja, sicher, wer denn sonst, Susi? Im Moment ist es ein bisschen eng. Ich habe da einen kleinen Engpass momentan. Wieso hast du einen Engpass? Sag mir das mal. Ich möchte du das sparst hier schon an Essen? Du tust uns hier Käsesuppe auf den Tisch? Da muss man irgendwo mal Geld haben. Ich möchte das jetzt hier nicht von den Kindern besprechen. Wenn man jetzt den Käse alles zusammennimmt, würde das bestimmt mal eine Klassenfahrt ergeben. Das ja, das denke ich auch. Also kannst du bis dahin schon mal auf Käse verzichten, dann kannst du schon mal sparen. Du kannst ja nicht von anderen nicht verlangen, dass sie noch von du gleich ich die Klasse möchte das jetzt hier nicht vor den Kindern besprechen. Ja, also ihr beiden geht schon mal spielen, okay? Okay. Mit ja, meiner EC-Karte stimmt, glaube ich, irgendetwas nicht. Du wolltest mir erzählen, dass mit deiner EC-Karte nicht stimmt? Nee, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Erzähl, was stimmt damit nicht? Ich habe versucht, das Geld abzuholen und irgendwie... Was steht denn da? Du kannst doch lesen. Was steht da? Ja, vielleicht ist da ein Kratzer auf der Karte, vermute ich mal ganz stark. Ich weiß es nicht. Dann steht da, die ist nicht zugelassen, oder wie? Oder funktioniert nicht mehr, weil kein Geld auf dem Konto ist. Geld ist schon auf dem Konto drauf. Was sollen denn diese Unterstellungen? Ja, ich glaube dir das nicht mehr. Ich verstehe auch Caroline nicht, dass sie sich da so aufspielt über meine finanziellen Verhältnisse. Das geht sie nun absolut gar nichts an. Hallo, ein Käsehabe für Susanne Prinz. Echt? Ja. Oh, klasse. Mensch, ich habe schon auf Sie gewartet, danke. Jo. Alles klar. Tschüss. Als ich dann diesen großen, mittelalten Gouda gesehen habe, ich kann gar nicht beschreiben, was für ein super geiles Gefühl ich auf einmal bekommen habe. Guck dir das mal an, hier, das gute Stück. Ja. Weißt du was? Hör mal, sieht der nicht gut. Was denn? Das gute Stück wird zurückgeschickt. Hör mal, spinnst. Das kostet über 100 Euro. Das ist Douglas Klassenfahrt und jetzt reicht mir. Du hast sie wohl Susanne, nicht mehr alle. Lass den Karton bitte zu, das machst du zu, das schickst du zurück. Ich lass mir doch von dir doch hier. So, was machst du denn jetzt hier? Schau mal. Ich gehe jetzt in die Küche. Den möchte ich gleich nicht mehr sehen, dass das klar ist. Was? Du rufst sofort an. Was ist das überhaupt? Woher hast du den bekommen? Ich habe ein Käse-Abo. Ja, du tickst ja nicht mehr richtig. Den habe ich günstig im Internet Ja, dann rufst du da mal schön an. Da steht eine Nummer im Internet. Sagst du, deine Freundin hätte gesagt, du musst den Käse zurückschicken, weil du sonst die Klassenfahrt nicht von deinem Sohn bezahlen kannst. Tschüss. Nein. Ich gehe jetzt in die Küche, schüttel den Käse. Gib den Pott her. Nee, das geht jetzt. Lass mich jetzt in Ruhe. Was soll denn der Mist? Guck dir das mal an hier. Kannst du noch nicht mal dein Becken hier ein bisschen sauber machen? Du selber sagst doch, ich soll sparen. Und jetzt schmeißt du mir das alles weg, das teure Zeug. Du sollst sparen. Hier, guck mal hier, was hier steht. Ja, was ist das? Das ist Käse für überbacken. Ja, sicher, das ist für eine Gastronomie gedacht. Ein normaler Privathaushalt hat vielleicht 150 Gramm für drei Pizza oder sowas. Ja, du weißt ja, ich bunker eben gerne. Das ist für eine Großküche gewesen. 5-Kilo-Sack, das muss man sich mal vorstellen. Das geht überhaupt nicht. Wann will die das denn alles essen? Im Kühlschrank ist garantiert genug Käse drin. Nee, ich werde jetzt gucken. Wir gehen jetzt gleich einkaufen. Drin. Wenn ich da nur Käse finde, gehen wir sofort einkaufen. Du mach dich doch nicht lächerlich. So viel Käse ist da gar nicht drin. Hier, Kräuterkäse, Schmelzkäse. Was ist. Oh, das ist doch ganz normal. Blender. In jedem Kühlschrank wirst du auch Käse. Ich weiß, das stinkt mir zu sehr. Ich mach das jetzt wieder zu. Wir gehen jetzt einkaufen. Ja, dann machen wir was zu essen. Und ich habe Hunger. Verstehst du das? Ich habe Hunger. Und die Kinder haben auch Hunger. Weil ich habe Käsesuppe. Ich bin mal gespannt, was du da einkaufst. Komm. Auf deinen Einkauf bin ich mal gespannt. Jetzt sei ruhig, jetzt komm. Zum Glück hast du sie mir zugewilligt, dass wir jetzt mal einkaufen gehen. Und jetzt werde ich erst mal zeigen, was gesunde Ernährung heißt. But you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. Ein Traum. Was ist das denn? Ich erzähle die ganze Zeit einen vom Pferd und du rennst hier zur Käsetheke?
Immer der rote Käse, der hat mich so angelacht. Ne? Ich meine, ich kann ja verstehen, wenn so eine nette Dame hinter der Theke steht und der wieder Käse anbietet, aber das geht nicht. Wir wollten gesunde Sachen einkaufen. Das ist Käse ist auch gesund, aber du isst den ganzen Tag Käse. Sogar Bio drauf. Ja, toll, wenn da Bio drauf steht. Ja, Karotten. Wir gehen aber jetzt zu Gemüsetheke. Mit Karotten alles, das wolltest du noch haben, das gesunde Käse. Ja, sicher. Käse. Schön, Karotten. Beim Probieren, da war ich gerade wieder in meine Käsewelt verreist. Und auf einmal riss Caroline mich da so brutal raus, zog mich da, zerrte mich direkt weg von der Käsetheke. Ich hätte sie am liebsten so geviertelt, gefaltet und sie zwischen ihren Paprika und ihren Fenchel und ihren Tomaten gelegt. Funktioniert es nicht. Wieso? Ist Ihr Automat vielleicht kaputt? Nein. Gucken Sie mal bitte. Funktioniert es immer, also ist alles in Ordnung mit unseren Automaten. Manchmal ist da auch ein Wackelkontakt in solche Automate. Das kann ja nicht sein. Leg du das bitte mal aus, du kriegst das Geld nachher wieder. Das Sicher. Kann ja nur ein kleiner Defekt da sein. Ist jetzt zum fünften Mal, soll ich dir das Geld leihen, oder also nicht? Zum fünften Mal spinn doch nicht rum, leg das bitte aus. Die Dame möchte auch Feierabend machen. Ja, die Dame möchte auch nicht mit dir diskutieren, wenn du kein Geld im Portemonnaie hast. Das ist schrecklich, mit dieser Frau einkaufen zu gehen. Ich bin fix und fertig, ja. Schon am Schwitzen. Susi, jetzt mal eine Frage. Hallo. Was ist denn? Pass mal auf, ich möchte das Geld bis heute Abend wieder haben. Du mein fährst Gott, jetzt gleich, mich da doch, nicht mit du dem gehst Geld. Jetzt gleich zur Bank oder spätestens morgen früh. Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, aber da möchte ich mein Geld wieder haben. Ich muss genauso, mich nicht mit dem Geld, räum jetzt Caroline. Die Sachen ein. Ich muss genauso haushalten wie du auch. Ich habe auch nicht das Geld, das ich dir mal vorstrecken kann. Das weiß ich. Das muss mir wohl nicht erzählen, dass du noch was auf dem Konto hast. Ja, sicher habe ich hast du noch nicht was mehr. Drauf. Du hast gar nichts mehr drauf. Ja, sicher ist da was drauf. Ja, sicher. Klar, das beweist du mir dann. Du holst die Kontoauszüge und dann möchte ich sehen, ob da noch was drauf ist. Ich gebe dir auch kein Geld mehr. Ich strecke dir auch nichts mehr vor. Och, ey. Das ist ja fürchterlich, mit dir einkaufen ja, zu gehen. So. Immer. Sei froh, dass du überhaupt was im Kühlschrank jetzt hast. Ich hatte schon die ganze Zeit was im Kühlschrank. Ja, Käse. Die ganze Zeit Käse. Andere Familien müssen auch klarkommen. Die können sich nicht mal ein Stück Käse leisten. Und du? Bring den Wagen mal weg. Nerv mich nicht, dein Kommandierton. Das ist unverschämt, überhaupt solche Behauptungen da aufzustellen. Ich wäre pleite. Sie weiß gar nichts von meinen finanziellen Angelegenheiten. Und das geht sie auch gar nichts an.